So, moin moin. Wir müssen da reinrennen. Moin von uns. So. Ich mach mal ein bisschen höher, wir sind große Jungs, ne? Was geht, lieber Livestream-Chat? Oha, hohe Prominenz hier oder was? Kriegst du überhaupt, das ist ja Wahnsinn, wie soll man so schnell mitkommen bei dem, was alles geschrieben wird? Das ist eigentlich noch relativ lahmarschig. Wirklich? Ja. Also Effenberg hat es letzte Woche geschafft, ich glaube, da wirst du es dreimal schaffen. Ja. Also er hat, ja gut, dann muss ich es auf jeden Fall schaffen, ne? Hört auf mit den nur BVB-Kommentaren, nur weil Mats hier sitzt, hört auf zu blasen. Nein, ist schon okay. Nee. Wir brauchen das. Nein. Aber jetzt, die letzten beiden waren okay. Rückrunde ist in Ordnung. Deswegen weiter rein da, weiter. Okay, dann erst. Du hast schon tendenziell eher Bayern-Fans, ne? Yeah. Ja. Nein. Aber die entscheidende Frage jetzt erstmal, um eine Frage vorweg zu klären: Wer wird Meister? Ich muss sagen, jetzt gerade ist Leverkusen schon Favorit, ne? Muss man sagen, so wie die spielen mit der Punktzahl. Aber am Ende, das darfst du ja eigentlich fast nicht sagen, aber. Es ist unrealistisch, dass noch einer von den anderen wird, außer Bayern oder Leverkusen. Ne? Was dafür ist der schon ein bisschen zu weit hinten, leider. Stuttgart? Oder? Wir sind es 11 Punkte? Nee. Warte mal, mehr. Neun, also 14. Zwischen Bayern und Leverkusen? Stuttgart auf Leverkusen 14, oder? Das kann, oder die haben die letzten zwei Spiele verloren. Ja. Ja. Aber das waren die ersten beiden direkt zu Beginn wieder, ne? Ja. Also Winterpause verloren und jetzt nochmal verloren. Genau, richtig. Ja, ich habe in meiner Story gepostet, Mats, da haben einige mich für gefrontet, dass schon mal mäßig Glückwunsch Leverkusen zur Meisterschaft, obwohl noch so viele Spieltage sind. Da haben mich irgendwelche Bayern-Ultras schon wieder dicht geflamed und ich hätte keine Ahnung. Aber wenn man davon ausgeht, dass Leverkusen das Pensum hält, wie sie es jetzt spielen, und davon kann man ausgehen, weil sie einfach überragende Saison spielen. Die haben noch kein Spiel verloren, ne? Genau. Wir sind Ende Januar, die haben noch kein Spiel verloren. Und bei so einer Leistung, die Leverkusen hinlegt, ja, darf Bayern nicht zu Hause gegen Bremen 3 Punkte liegen lassen. Oder, Sascha? Ich hätte gern Marc seine Meinung da dazu. Marc, deine Meinung? Ich glaube, das Ding ist schon gelaufen. Ich glaube, Leverkusen wird das Ding holen. Da könnten die ein oder anderen Bayern-Stars eventuell auch einen Frustkauf bei Marc machen. Der hat nämlich gute Preise und gute Angebote aktuell laufen. Also alles ein Geschäftskonzept gerade, was ihr hier habt. Ne? Ja, wir haben nachher noch einen QR-Code hier auf dem Fernseher. Eins musst du wissen, Mats. Marc würde, wenn er im Sterben liegt und du willst ihm Abschied wünschen, er wird dir noch eine Uhr verkaufen. Ist menschlich hinterfragbar, aber geschäftsmäßig natürlich Wahnsinn. Ne? Ist, ja, wirklich. Muss man den Hut vorziehen, ja. Der würde dir am Sterbebett noch eine Uhr verkaufen. Nein, also ich bin, also man braucht die Sachen eigentlich nicht. Ne? Also. Okay. Da hat auch einer schon im Chat gefragt, ob du Uhren trägst. Und du meintest ja schon gar nicht. Das ist einfach nicht dein Ding. Ja, wenig. Ich glaube, ich habe mir keine 3 Uhren in meinem Leben gekauft. So, oder vielleicht 3, 4, aber die trage ich auch selten. Aber reden wir da über G-Shock oder schon über was Feines? Also, was Ordentliches, aber nicht diese Kategorien, wie sie viele andere tragen. Das ist nichts für mich. Naja, also, ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn ich so was Teures am Handgelenk tragen würde. Was ist denn für dich Luxus? Also, wenn du dir mal was gönnst. Wenn ich mir was gönne? Ist es dann eher ein schöner Urlaub oder mal ein schönes Auto? Oder? Nee, ich habe mir einen Urlaub gekauft, ein Auto gekauft, was ich mir mal gegönnt habe tatsächlich. Das wollte ich mir eigentlich mal, als ich so 18, 19 war, zur ersten Meisterschaft holen. Dann kam die sehr früh, dann habe ich gesagt, das ist mir zu früh, dann habe ich es mir zum 30. Geburtstag geholt. Das ist das Einzige. Ja, oder willst du nicht sagen? Weiß ich nicht, nee, bin ich nicht so. Möchtest nicht, also nee, respektieren wir. Ja, und wenn dann Urlaub, Zeit. Also Zeit, würde ich sagen. Also ich habe keine teuren. Es gibt nichts Teures so bei mir. Also wenn du bei mir jetzt einbrichst, wäre echt vergebliche Liebesmühe gefühlt. Habe ich auch Kannst gesagt, aufräumen. Sind sie auch bei das mir trotzdem eingebrochen. Also. ich weiß es nicht. Irgendwie ist nicht ganz meins. Hm. Also auch, du siehst auch selten so, dass bei mir eine Marke auf den Klamotten steht oder so. Relativ simpel, ja, aber gut. Ja. Schlicht und jeder hat ja andere Prioritäten. Genau. Aber ich sag dir, das wird sich ändern, nachdem du hier rausgehst, weil nur alleine mag seine Aura. Meinst du, das ist schon... Ja, er weiß schon die... Er kreucht so langsam in mich rein. Er hat noch nicht mit dir geredet, aber er hat schon die ersten 2 Zahlen deines Pins. So ein Ding ist das, er weiß es schon. Das Parfümpaket ist schon am Weg. Das Wort schon gerade per DHL gerappt, Express, morgen das hast du so ein, das. Ist so ein Anteasern, oder was? Also quasi, ja. Kriegst ein, zwei Sachen geschenkt und dann bist du da. Ja, ich finde es auch krass, weil ist nicht so in eurer Branche auch, dass Uhrenmarken auch einen anfragen als Sponsor mäßig? Hatte ich auch und fand ich auch schön, aber war eben nicht so teure Uhren, sondern welche, die ich dann eben auch mir selber gekauft hätte, sage ich mal so vom Preis her. Aber ich finde, wenn du Zeit sagst, wie oft die Woche hast du Training? Also, dass du heute hier bist, musst du dafür eine Ausnahme machen? Ist es nur, weil Montag Pause ist, wegen Spiel? Also ich bin quasi direkt vom Training hergefahren. Eigentlich ist es frei heute, aber ich war ja jetzt wirklich richtig raus, krankheitsbedingt, und habe heute individuell trainiert, damit ich eben so langsam wieder reinkomme. Und dann bin ich direkt danach hergefahren. Morgen ist freier Tag
und dann Mittwoch ist der Plan, so dass normal trainiert wird und deswegen Zeit, wie du gesagt hast, ist halt im Sommer. Ne? Im Sommer ein schöner Urlaub, so ja. Mit Family oder Freunden. Im Winter, jetzt zum Beispiel, war ich nicht wirklich weg. So die Jahre früher, oder hat der auch mal schon mal einen anderen Status, wäre schon mal verheiratet, da war ich dann oft im Urlaub, also in der Sonne über den Winter, aber dieses Jahr bin ich einfach mal zu Hause geblieben, einfach mal so Lust drauf gehabt. Also diese okay. Richtung. Einfach, und weißt du, dass du da an schöne Orte gehst und Zeit halt vor allem, ne? Also, dass du mehr Zeit irgendwie mit den Leuten verbringen kannst, die du sonst nicht so viel siehst bei dem Programm, was wir haben. Das würde ich sagen. Okay. Und ihr? Mein Schlüsselbund beantwortet dir die Frage. Weißt du, wer das ist? Ich bin kurz davor, mich, glaube ich, schwer zu blamieren. Na, alles gut. Ich hätte jetzt Sunpoint gesagt. Nein. Jetzt bin ich gespannt. Also ich, in der Freizeit so, Urlaub nicht. Also ich gehe ganz selten in Urlaub, schon auch so ein paar Dinge kaufen. Also Uhren oder sowas, bei Marc ein bisschen Geld lassen, für überteuerte Preise. Nein, Spaß. Bei Marc ein paar Dinge und dann ab und an mal gern Casino, so. Das ist die Merkursonne, das ist so ein alter Running Gag, die Sonne lacht. Ist das diese... Die Merkursonne, gibt es auch Stadien? Welche Stadion ist nochmal gesponsert von der Merkursonne? Weiß ich leider nicht. Düsseldorf Arena, glaube ich. Wirklich? Ja, ich glaube, Chad, ihr wisst das doch. Düsseldorf da kommen, ist, ne? Da schreiben noch Düsseldorf, die Merkur Arena ist Düsseldorf, ja. Ich hätte mal gern Marc seine Antwort, zum Thema Urlaub. Ja, Urlaub ist, wenn man seiner Liebe nachgeht als Arbeit, dann braucht man keinen Urlaub. Ich Krass. Liebe meine Arbeit. Ich brauch keinen Brutal. Urlaub. Brutal. Ja, ja. Ja. Urlaub ist, meine Arbeit ist Urlaub. Aber es ist halt auch wirklich so, ne? Ja, guck mal, ich bin mit euch hier. Ja, was will man mehr? Das ist doch kein Arbeiten, weißt du, was ich meine? Vor allem, er kam ja gestern aus, wo warst du? Du warst in Hongkong und Doha. Hongkong, Doha. Er kam gestern wieder nach Hause. Jetzt bist du heute wieder direkt hier. Ja. Das ist echt krass. Aber ich war jetzt, über Winter war ich Skifahren mit Freunden, zum Beispiel jetzt über Silvester. Da hatte ich so eine kleine Auszeit. Ja, aber ansonsten auch halt, wenn man viel unterwegs ist, so wie jetzt gerade, ich glaube jetzt seit 2 Monaten bin ich so viel unterwegs wie noch nie, dann ist es halt mit dem Urlaub auch schwer. Also man sieht ja auch Dinge, so beruflich jetzt bei uns, die du sonst auch nicht sehen würdest. Zum Beispiel mit einer Reise, ich war jetzt in Frankreich zusammen und dann ist es quasi ab und zu wie Urlaub, ohne dass man eigentlich wirklich im Urlaub ist. Ja. Ja, okay. Ich fahre ganz selten in Urlaub. Ich war jetzt mal, glaube ich, vor 2,5 Jahren. Ja, wirklich? Aber auch weil du aber du willst auch nicht. Na, hängt genau. noch, Haar hängt noch da. Nach dem zweiten Mal war kein Haar mehr da. Nee. Dass die Leute Bescheid wissen. Aber also, auch weil du Angst hast davor. Guck mal, ich sag euch ganz simpel: Ich weiß, wenn ich in Urlaub fahre, will ich nicht mehr wiederkommen. Das ist das einfach. Sobald ich einmal wieder die Sonne sehe und das schönere Leben, dann will ich nicht wiederkommen. Ich muss schon wieder los, oder was? Viel gefragter Warum? Mann. Warum? Ich wollte hier noch ein bisschen. Guck mal. Ja, okay, dann komme ich gleich einfach nochmal. Den nehme ich mir mit, wenn das okay ist. Ja, aber die 25 Cent bitte hier, das ist viel Pfand. Warte. Nein, ich dachte, ich habe wirklich einen 20er noch in der Tasche gehabt. Aber habe ich leider nicht. Bis gleich, Mats. So, einer kann sich da. G steht für gönnen. Sagt man das so? Kuss an den Chat? Ja, super. Ja, kann man auch sagen, ja. Alter, ist hier echt warm hier drin. Ich komme das nächste Mal in kurze Hose und T-Shirt. Geiler Typ. Da hat sich bestimmt auch gerade wieder die ein oder andere Zuschauerin verliebt. Mats, sehr sympathisch. Ja. Guter Mann auf jeden Fall. Sehr sympathisch. Das wird ganz. Oh, ich hab Blähung, Mann. Oh, nee, oder? Das tut mir leid. Nee, nicht hier, nicht in der Sauna. Ich will. Ey. Das ist nicht dein Ernst. Digga, wir müssen die Hotbox hier auch mal einweihen, Alter. Das ist bodenlos. Bro, ich bin in meinem Streaming-Setup. Das ist eine finnische Sauna und du furzt. Riecht dir irgendwas? Ja, furzt du auch, wenn du bei dir in die Sauna gehst? Ja, ich habe Holger damals, die Anekdote muss ich erzählen, als es Holger noch nicht so gut ging, habe ich ihm 50 Euro geboten, in einer vollbesetzten Sauna zu forzen, das hat er gemacht. Er hat voller versammelter Mannschaft geforzt, alle haben ihn anguckt, er so, oh, sorry. Nein. Und ich saß in der Ecke und habe Tränen in den Augen gehabt. Holy shit, das war sehr lustig. Ja, TikToks und so weiter waren sehr lustig mit Stefan Effenberg. Das Aufeinandertreffen war so lustig. Es war so geil, einfach auch geil, der kam ja auch Hammer an. Aber weil er auch so ein geradliniger Typ ist, ne? Was, sein Urus? Ja, einfach geil. Einfach geiler Typ so. Auch er hat ja auch dann Hand of Blood dann kennengelernt und hat ja auch gar nicht gewusst, was abgeht, dass er halt eine Rolle spielt, ne? Ja. Und der war ein genialer Typ. Aber dazu muss ich nochmal eine Sache ganz kurz sagen. Lieber Hand of Blood, lieber Henno, wir sehen uns ja vielleicht später auch noch, aber ich sag's jetzt auch nochmal für alle. Stefan Effenberg hat das nicht abwertend gemeint, dass er gesagt hat, ist der behindert im Sinne von... ob der so, sondern er hat wirklich, also Stefan Effenberg hat wirklich gedacht, dass Henno eine ernsthafte Handicap-Behinderung hat und hat das gefragt, nicht als Abwertung, sondern er hat wirklich gedacht, das ist ja auch ein Lob dann für Hand of Blood, dass er seine Rolle so gut spielt, er hat wirklich gedacht, dass er eine geistige Einschränkung, eine Behinderung hat. Wer hat es denn falsch verstanden?
Na, einige Leute, Händlerflatt hat es auch falsch verstanden, deswegen. Also einige korrekte Menschen haben das gut falsch verstanden. Achso, aber nein, das ist doch klar. Stefan Effenberg kommt hierher, er kennt sich ja. Ihr kanntet euch ja von davor schon. Also wisst ihr, Chat, deswegen, ich finde es schade, dass es dann wieder Leute gibt, die das so wieder direkt so interpretieren, wie sie es aufnehmen und das als Wahrheit dann in die Welt setzen. Das stimmt ja gar nicht. So, er hat ja einfach schon wieder furzen. Nein. Doch, aber. Nein. Weltrekord verdächtig. Okay. Aber Jungs, ihr müsst eine Sache sagen, auch nicht auf, der stinkt nicht. Aber trotzdem sitzen wir in dem Raum, wo die Luft steht. Weißt du, ich atme es trotzdem ein. Atme tief ein. Ey, ich find's schlimm. Ernsthaft? Darf ich nicht mehr vorziehen? Ey, Essverbot für dich ab in Zukunft, wenn wir hier kommentieren. Du kannst essen 2 Stunden, bevor es losgeht. Du kannst die Stauzeit, du gehst bei mir scheißen, duschen, okay, ich teilst mein Bett und ja, okay. Ich darf nicht neben dir forzen. Okay, sorry. Tut mir leid, von Freund zu Freund. Ich habe offiziell die Erlaubnis, jetzt neben dir zu scheißen. Nein, das nicht. Ja, dafür gehe ich ja auch extra in den Raum. Zu forzen. Naja, für die... Ja! Mein Lebensziel. Der Einzige, der mit Sport sein Geld verdient, darf immer sitzen. Ist okay. Und wo habe ich euch unterbrochen? Ja, du wolltest irgendwas sagen? Die Clips? Wir haben gerade nur so ein bisschen Smalltalk gemacht und so. Aber ich habe noch 1-2 Fragen. So ist nicht. Ja, dann schieß los, warte. Ich stelle mal hier mal 8 Getränke weg. Die erste Frage, die ich habe, Mats. Ja. Was war... So eine typische Standardfrage, aber ich finde es trotzdem interessant, die Zuschauer auch. Was war der geilste Gegenspieler oder der geilste Mitspieler, aber im gegnerischen Team, mit dem du gespielt hast auf dem Spielfeld? Wo du gesagt hast, boah, das war echt geil, das hat Spaß gemacht, Weltfußballer, whatever. So. Ja, ist leider die langweilige Antwort, ne? So mit Messi, der einfach anderes Level ist, muss ich sagen. Also ich kann es nicht greifen. Ich habe 100 Mal gegen den, ich habe nicht so oft gespielt. Ich glaube, ich habe nur 4 Mal gegen Messi gespielt in meiner Karriere. Nur 4 Mal, ja. Ja, aber gegen Cristiano war es, glaube ich, locker im zweistelligen Bereich. So ja? Mit Portugal und Real, ja, irgendwie immer auf Real getroffen. Und es war frustrierend, weil es so viele Situationen gibt, wo du denkst, du hast den Ball. So einen kleinen, weißt du, so einen ganz kleinen Haken noch oder so einen kleinen Lupfer über deinen Fuß und auf einmal läuft er einfach im vollen Tempo weiter und du liegst da am Boden, guckst hinter dich und denkst, das kann nicht sein. Gegen jeden anderen auf der Welt hätte ich den Ball. Und was schon geil war, ich habe mit 17 Mal im Camp Nou gegen Ronaldinho gespielt. Das war natürlich, hat sich schon gut angefühlt, ne, muss ich sagen. Also, Ronaldinho auf jeden Fall Legende, safe, ja, hundertprozentig. 4-0 verloren haben wir. Mit Bayern übrigens. Ja? Ja, aber das war so ein Freundschaftsspiel vor der Saison. Aber pure Überforderung gegen Ronaldinho, Eto'o. Mit 17 kann man es ja natürlich auch nicht verüben. Ne? Und wer war so der Nervigste, auch so unsympathisch, wo du dir denkst, boah. Ja, das sage ich nicht, ne. Kannst du den nehmen? Nee, das sage ich nicht. Ich hab direkt einen im Kopf, aber den mach doch nicht die Anspielung und dann sagst du es nicht. Nee, der weiß schon auch, dass er, glaube ich, zu den Top-Kandidaten gehört. Okay. Also ein langjähriger Bundesliga-Stürmer, der, also ich sag mal so, mich nerven die selber so ein bisschen hart spielen, also auch mal was ziehen und ein bisschen dreckig spielen und dann aber schnell fallen. Also du kannst, eins von beiden kannst du machen. Du kannst von mir aus hart gegen mich spielen, gar kein Problem. Du kannst auch ein bisschen dreckig spielen, mit Trikot ziehen und festhalten. Das machen einige Jungs schon sehr geschickt, muss man sagen. Ihr weiß es doch. Das machen einige schon sehr geschickt. Aber einer schreibt Neymar. Alles klar, ja, Bundesliga. Super, danke dir. Danke dir für den Beitrag. Wer kennt ihn nicht? Neymar aus der Bundesliga. Ne? Das Schlimme ist, dass der sogar 2-mal gefallen ist. Ne? Also nicht Neymar, sondern der Name. Neymar ist öfter gefallen als 2-mal wahrscheinlich insgesamt. Wie war es denn für dich, das würde mich mal persönlich interessieren, gegen Drop und Rip zu spielen? Ja, schon geil. Ich habe ja auch mit den beiden noch gespielt. Ja. Ne? Also schon... Ah, Wahnsinn. Ribéry, also Rom war ja das Fiese, du wusstest, was er macht. Und er macht so gut, dass er es trotzdem geschafft hat. Also der hat dann immer noch so einen kleinen extra Tippelschritt und nochmal noch einen, bis er irgendwann dich out of balance hatte und dann ist er vorbei. Und Ribéry war halt das Gemeine, wenn der auf dich zugelaufen ist. Du wusstest halt nicht, macht der einen Haken, macht der 6, der kann in beide Richtungen gehen, geht auf eigenen Torabschluss, völlig unberechenbar. Gegen wen war das Tor nochmal? War das gegen den italienischen Verein oder englischen Verein? Ecke? Ribéry auf Robben und direkt Volley. Bei Manchester United, als sie dieses Comeback hatten, nach 0-3 auf 2-3. Ja. Und damit haben sie sich qualifiziert. Genau. Alter, oh, noch im Chat gefragt, Commander Krieger ist da, wer für dich? Kennst du Commander Krieger? Nein, was ist das? Nein, aber ich muss es noch erwähnen, weil ich es ist ein Kollege. Wer für dich das größte Nachwuchstalent ist? Er gilt jetzt Nachwuchs, so die schon auf dem Niveau spielen. Also es gibt ja so, keine Ahnung, es gibt Zaire Emery bei PSG oder Lamine Yamal so bei Barca, so die schon auf dem Level spielen mit 16, 17, 18. Jude ist ja auch noch, Bellingham ist ja auch noch relativ jung. Ne? Gelten die als Nachwuchstalent? Oder wir haben ja viele geile Zehner in Deutschland mit Flo Wirtz, Jamal Musiala, Moment, Xavi Simmons, der bei Leipzig spielt. Also da gibt es schon ein paar, die wirklich, wirklich vielversprechend sind.
Ich kann die Frage, er hat nur die Frage gestellt. Wie deswegen interpretieren wir es? So wie ich würde mal sagen, so wie ich es beantwortet habe, oder? Spielen die mit, ja, ich glaube auch. Aber ja, spielen die mit 16, 17, wenn du sagst auf dem Niveau, spielen die dann schon in der, im Kader? Ja, ja. Also alle, die ich jetzt genannt habe, sind eigentlich Stammspieler in ihren Mannschaften. Mit ja. 16, 17. Ja, ich glaube, Jamal, Chat korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich bin jetzt richtig drin in der Nummer. Der ist, glaube ich, noch 16 sogar. Zaire Marie ist 17 oder 18. Der hat jetzt aber, der hat schon Länderspiele für Frankreich gemacht. Also, das ist Wahnsinnszocker. Der hat gegen uns in der Champions League getroffen in Dortmund. So jung, ja. Ja. Aber wie ist dann deren körperliche Füße? Also sind die dann auch schon so, dass sie in den Zweikampf rein können? Oder? Es gibt die, die schon weit sind. Und es gibt natürlich aber auch die, die sind noch so, aber halt wendig und schnell. Ne? Also es gibt so ein paar Spieler, wenn du mal im Zweikampf bist, dann kriegst du den Ball normalerweise auch, aber die sind halt so flink. Das heißt, wenn sie einmal quasi dich auf dem falschen Fuß erwischt haben, dann sind sie auch weg. Okay. Deswegen, logischerweise musst du schauen, dass du gegen die dann irgendwie in enge Situationen kommst, sodass du nicht, dass sie sich nicht frei aufdrängen können und mit dem Gesicht auf dich zulaufen können. So. Ja. Ja, aber leichter gesagt als getan. Ja, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber du kannst ja nie... du musst ja immer seitlich stehen, oder? Dass wenn die vorbeiziehen, du halt direkt aufhören ja, kannst, oder? Ja, so, also wird theoretisch meistens so gelehrt. Ich finde aber manchmal kann man auch so situationsbedingt und wenn man vielleicht auch den Gegner gut kennt, kann man auch manchmal ein bisschen anders verteidigen. Weil theoretisch okay. Lehrbuch ist, so wie du es sagst. Ah, okay. Aber ich finde so, es gibt ein paar Sachen quasi, die logischerweise dann im Lehrbuch so beigebracht werden oder in der Trainerausbildung oder vielleicht auch im Jugendfußball, wo du aber dann auch für dich vielleicht so, das heißt so vielleicht eigene Stärken, ne? Also vielleicht so, ich habe zum Beispiel im Zweikampf so ein, zwei Stärken, die vielleicht eher zur Geltung kommen, wenn ich auch mal frontal vorm Gegner stehe. So, und dann versuche ich das je nach Situation auch manchmal so zu haben. So ja, zu machen. Das ist wahrscheinlich dann einfach die Erfahrung auch, die vieles ausmacht. Ja, so oder so ein Gefühl für eine Situation. Okay, ja. So, ja. Aber theoretisch hast du recht. Theoretisch wird dir beigebracht, seitlich, dass du theoretisch das Tempo noch aufnehmen kannst. Aber dafür brauchst du halt auch das Tempo, ne? Ja, voll. Ja. Was würdest du denn den jungen Fußballern da draußen, egal ob im Sturmzentrum oder in der Verteidigung, die großes Anstreben, aber vielleicht noch nicht so weit sind, mit auf den Weg geben, was der Weg dazu ist, ein erfolgreicher Bundesligaspieler zu sein? Also ich glaube, das Erste ist, dass du auf jeden Fall Spaß daran hast. Lernst, was du kannst und was du nicht machen kannst. Also dass du schon versuchst, sagen wir mal, du bist 17 und trainierst zuerst mal bei den Profis mit. So ging es mir damals bei Bayern. Und ich habe gemerkt, welche Dinge kann ich nicht machen. So, welche Dinge funktionieren, was muss ich gegen Ballack im Kopfballduell machen. Ich glaube, Pizza war Stürmer, Pizarro, Römer Kai, Mehmet Scholl. So, was musst du gegen diese Spieler machen, damit du gegen die bestehen kannst. Sodass du quasi immer weiter lernst. So, das mache ich falsch, das mache ich richtig. Schaust, was sind meine Stärken, also womit kann ich mich abheben? So. Was kann ich besser als andere Spieler und was kann ich einbringen, dass es meiner Mannschaft hilft? Und eben immer dieser Gedanke so, was nicht mit 17 denken, du hast es geschafft. Also da gibt es vielleicht drei Jungs, für die das mal auf der Welt galt und selbst die sind dann noch besser geworden. Und alle anderen, wenn du mit 17 in deiner Jugend der Beste bist, wirst du trotzdem normalerweise, wenn du erstmal zu den Profis kommst, normalerweise erstmal aufgefressen, so defensiv oder offensiv. Aber hast du auch gibt es für dich einen Ausgleich? Oder weil wir eben über Urlaub und so weiter gesprochen haben, zum Beispiel, ich habe jetzt keinen Urlaub, ich brauche keinen Urlaub, aber weil für die meisten ist ja Fußball eigentlich der Lebensinhalt. Ja. Suchst du dir trotzdem irgendwelche Ausgleichssachen oder bist du auch damit rundum zufrieden? Nee, schon irgendwie so rundum zufrieden, aber klar, ich mache andere Sportarten oder Playsy ist ein bisschen kürzer geworden oder kürzer gekommen natürlich so, vor allem, ja, ich habe ja auch einen Sohn, wenn der bei mir ist, dann bin ich natürlich komplett mit dem, das ist dann auch ein Ausgleich auf eine Art, das ist natürlich, auf einmal bist du ein ganz anderer, hast du nichts mit dem Spieler zu tun, sondern bist du einfach Papa und ansonsten einfach so Normalzeit mit Freunden verbringen, würde ich sagen, das ist eigentlich so mit dem, also ich habe so einen Freundeskreis von ganz früh aus der Schulzeit so, und der... Cool. Und da hat man gar nichts mit dem Rest zu tun. Eine ganz wichtige Frage noch, was sagst du zu deinem Tempo in FIFA? Also ich bin ja jetzt 35, ne? Ich bin jetzt nicht schneller geworden in den letzten 3-4 Jahren. Mittlerweile akzeptiere ich es. Früher hat es mich schon ein bisschen gestört, weil da wurde ich schon langsamer gemacht, als ich war. Jetzt klar, so. Ich werde jetzt nicht schneller, aber was ist mein Tempo überhaupt? Was habe ich noch? Habe ich über 60 nicht, ne? Ich glaube, Chat korrigiert mich, 58. Das ist schon sehr langsam, ne? 16. Hey. Wer hat das geschrieben? 54, 53. Guck mal, wird langsamer, während wir reden. Aber für FIFA ist das halt Mülltonne. Also ja, ich weiß. Spielen. Man muss sagen, FIFA geht halt nur um Schnelligkeit, ne? Ja, aber was ist das Maß der Dinge, dass die das Tempo berechnen? Weil jetzt ziehst du ja trotzdem, wenn wir jetzt hier rennen würden, du ziehst ja trotzdem einfach jeden ab. Nein, auf keinen Fall. Hier sind 100% viele, viele Jungs dabei, die schneller sind als ich, ja. Aber halt auf den Beinen, nicht hier. So. Okay. Deswegen, ich hätte gern, dass die Handlungsschnelligkeit mit reinbringt bei FIFA. Das wär schön, weißt du? Ja. Das wäre gut. Aber pure Schnelligkeit, klar, ist nicht, wird nicht mehr meine ganz große Stärke wahrscheinlich.
in den nächsten Monaten. Ja, gucken wir uns mal an, oder? Ja, wir gehen jetzt runter. Also wir kommentieren von hier oben. Ah, ihr kommentiert von hier oben. Ja, dann viel Glück. Wenn wir uns nicht mehr sehen, Mats. Ja. Hab mich gefreut. Dann sehen wir uns hier, wollte ich gerade sagen, die nächste da. Jetzt erstmal. Gutes Spiel, egal. Wollt ihr noch Nummern austauschen von Uhren, oder? Ich schicke dich wieder mal die Nummer rüber. Bestimmt schon in die DMs fällt. Schau mal morgen deinen Briefkasten. Ja. Das wäre so geil. Wenn ich nach Hause komme. Ja. Oh, sag das nicht, das ist machbar. Ich brauche so eine verdammte Adresse. Wer hat seine Adresse? Geiler Typ, aber.